Aber es ist interessant, dass es bezieht sich nun, dass das ist ein kunsthistorisches Zitat, ja. Kunsthistoriker hätten, also richtige Kunsthistoriker, ich bin ja kein richtiger oder falscher, richtige Kunsthistoriker hätten damit angefangen, weil da kann man sich sehr leicht dran festhalten, bezieht sich auf dieses Eismeer von Caspar David Friedrich. Das ist ein Bild von 1823, 24. Und das ist jetzt in der Hamburger Kunsthalle, nicht wahr? Alfred Dichtwein hat es in die Hamburger Kunsthalle gekauft, eines der schönsten Bilder, die es überhaupt gibt. Und Friedrich hat das zeitlebens, ist 1840 gestorben, der Friedrich, da hat sich sein Ruhm schon langsam zu dem Ende gegangen, hat das nicht abgegeben, hat das an Klaus und Dahn da, hat das gekauft. Und später ist es wieder in die Hände der Hamburger Kunsthalle gekommen. Und das hieß die gescheiterte Hoffnung. Aber es ist später nachgewiesen worden, dass sich der Titel die gescheiterte Hoffnung auf ein anderes Bild, ein verschollenes Bild von Friedrich bezog. Gleich viel, das macht das so perfide, gleich vieles mit gescheiterten Hoffnungen zu tun hat. Denn es ist ja ein Schiff, das sozusagen irgendwann zerschollen ist und dann in den Eisschollen festgefroren ist und über das sich die Eisschollen im Laufe der Zeit schon drüber geschichtet haben. Ja? Da müssen wir gar nicht mehr darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Sieht man hier, jetzt sieht man das Boden. Genau, Teil vom Boden auch. Ja. Und das Bild von Friedrich, das bezieht sich natürlich auf die gescheiterten Hoffnungen des Vormärz. Ja? Also darauf, dass man Ausgang von den napoleonischen Befreiungskriegen nach dem Karlsbader Beschluss 1819, dass dann bestimmte Sachen wie Pressefreiheit, Bürgerrecht und so weiter sich nicht durchgesetzt haben. Ja? Man könnte, das ist dieses Bild sozusagen als Allegorie darauf gelesen worden. Ja? Jetzt fragt man sich, was hat der Kessler damit zu tun? Ja gut, er hat jetzt erstmal diese Form, aus dem Wasser herausragt, ja, exakt übernommen, das wieder nachgefräst, ja, und hat nun etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Nämlich sozusagen eine Banane mit Bananenmilch malen oder einen Apfel aus Apfelmus darstellen, ja, oder Blut mit Blut malen. Ja. Das heißt, er hat eigentlich die Ebene der Repräsentation ein Stück weit verlassen und gesagt, okay, ich mache das jetzt erstens in 3D, ja, 3D hält besser als 2D, ja, ja. Und dann auch noch in Eis. Das ist kalt, und dann ist es kalt. Ja. Kälter als das Bild in der Hamburger Kunsthalle. Wenn man das anfasst, ist es warm. Kann man nicht machen, man fliegt mal raus. Ja. Vielleicht noch mehr. Also das heißt, das Eismeer wirklich in kalt. Ja. Ist das sozusagen jetzt nur ein Gag? Ja. Ist das ein Gag? Also das Eismeer in echt in kalt. So wie wenn ich vielleicht, entschuldige, wenn ich zum Beispiel ein flammendes Inferno, ja, malen würde, Monatsche Feuer, das MSK gekauft hat von 1995 oder 1990, wenn ich das zum Beispiel jetzt wirklich heiß mache, ja, sodass ich so weit davon bleibe. Es hat das sehr humorvolle Anspielung. Natürlich auch, es geht um die Architektur der Landschaft, es geht um die Architektur des Essens, wie wir Essen transportieren, wie wir Essen lagern, wie wir mit Essen umgehen und diese moderne Art der Energieverwendung, der Entropie. Auch mit Wissen, wie Entropie in skulpturalen Elementen verwendet wird, so spielt also mit diesen Dingen. Aber sehr humorvoll, es ist ein Geld, sehr humorvoll gerade. Also mit diesem Landschaftsbild, das entstanden ist, diese Fantasie, war ja nicht dort, das ist wirklich von der Hamburger Elbe einfach nachgemalt, diese Blöcke. Genau. Und dann natürlich auch diese Verwechslung von Titeln, die gescheiterte Hoffnung, der Kühlschrank, was auch eine gescheiterte Hoffnung ist, der Essensproduktion heute. Aber das funktioniert ja. Wenn ich den abtaue oder so, kann ich ja, also als Nutzer zumindest, durch weitere Aufwände von Energie, die muss ich dann nachher mobilisieren, kann ich das ja weiter nutzen. Aber in den 90er Jahren, habe ich die Sammlung dann aufgegeben, habe ich mal Arbeiten mit Kühlschränken gesammelt. Also nicht die Arbeiten selber, ich sammle keine Kunst, ja, sondern so. Beispiele dazu nur eingesammelt, ja. Und dann festgestellt, wie viele skandinavische Künstler haben mit Kühlschrank gearbeitet. So, also jetzt gibt es Skandinavien, vielleicht auch eine Form der Selbstexotisierung. Ja. Das ist gar nicht so in New York, also Camping. Es ist natürlich eine minimalistische Form. Ja. Also das, was nicht skandinavisch an der Arbeit ist, Matthias hat keinen weißen Kühlschrank. Also skandinavischer Kühlschrank. Der weiß, auf jeden Fall noch gewesen, sondern ein dunkler Kühlschrank. Und ich meine, das ist zum Beispiel der Tannenzäpfel drin, das ist Zufall, oder? Ja, wir versuchen immer, Bier zu finden, das thematisch passt. In New York gibt es
Das ist ein Schwarzwald, der Kurs. Slide, ja, so Schwarzwald, das kommt ja immer vom Berg. Landschaft, Wanderzäpfle. Also, wir suchen schon mal was zu finden, was auch lokal ist und eher irgendwas funktioniert im Landschaftsbild, von der Werbung her. Natürlich, ja. Wir haben es auf dem Bildschirm. Nun ist es zweidimensionale von dem Gemälde auch auf einmal breiter. Weil das ist ja immer, normalerweise in romantischen Landschaftsgemälden ist immer eine Person, die in die Landschaft einschlägt, die praktisch die Zukunft verkündet oder das Potenzial der Landschaft auch irgendwie sieht. Und hier kann man es nun wirklich in 3D sehen und das für sich selber anschauen. Es gibt noch eine zweite Arbeit dazu, das ist eine 3D-Landschaft, wo man durchfahren kann mit Handgesten. Okay. Also das hat selber auch diese Rückenfiguren, die es gibt, über die Marcel Borg im Aufsatz 70er Jahren mal geschrieben hat, dreh dich um, du Kerl, versuch die Rückenfiguren in Landschaften, man kann es mal damit wirklich verstehen. Wenn man das aufmacht, muss man nicht wirken quasi, dann muss man, man kann dann wirklich verschiedene Positionen annehmen, dann sind die Landschaft dann anbauen. Ja. Und da haben wir die Erfahrung, dass diese statische, dieses Gegebene, ist nun nicht mehr, ist nun gebrochen. Aber ich wollte mal auf dieses Eismeer jetzt zu sprechen, weil das ist ja eine charakteristische Figur, weil das ist auch oft zitiert worden im 20. Jahrhundert. Das ist für das, was Helmut Lehten in den 90er Jahren rekapituliert hat, Rostocker Literaturwissenschaftler und Philosoph, als Verhaltenslehre der Kälte, Lebensversuche zwischen den Kriegen, als Ästhetik der Kälte in den 1910er, 20er, 30er Jahren. Ja, ganz wichtig für Ernst Jünger natürlich, aber auch wichtig für Bertolt Brecht zum Beispiel. Ja, der sagt, wir haben auch diesen heißen Theater, ja, nicht Illusionstheater, sondern eben kaltes Theater, das sozusagen eine Illusion nochmal ausstellt. Ja, das sind den V-Effekt, den Verfremdungseffekt auf dem Theater sucht. Ja, zu den Verhaltenslehren der Kälte gehört eben, dass man gegen den Expressionismus ist, ja, und dass man sozusagen wappnet, dass man sich einen Kältepanzer baut. Ja. Und eine Metapher natürlich dafür, eine einfache Metapher wäre eben Bilder oder Stoffe wirklicher Kälte. Ja. Und es gibt, das hat vielfach die Kultur der Moderne durchzogen. Es gab zum Beispiel 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es eine Vereinigung von Künstlern und Architekten, Wenzel Hablik, Bruno Tau zum Beispiel, Walter Gropius war dabei, die haben die gläserne Kette gebildet. Das kennt ihr kaum, die haben das so interessant. Ja? Wir gehen in Franke, die hier Professorin in Frankfurt ist, Kunstgeschichte, hat er damals mal zu promoviert zu dem Thema. Und diese gläserne Kette, die haben sich Briefe geschrieben, die haben nämlich die Überlegung gehabt, dass man über die Alpen eine Landschaft, also eine Architektur ziehen könnte. Eine Architektur, die Kristallarchitektur ist. Ja. Bruno Tau, der hat den Spitznamen Glas gehabt, im Freundeskreis, schrieb also immer darüber, ja, dass man sagen, eine Landschaft aus Glas bauen kann. Es gibt wenig, was sie gebaut haben. Es gibt einige Sachen, so kristalline Architektur, manche sind später sieht aus wie Esoterik. Der Kiesler hat ein paar Teile bekommen. Friedrich Kiesler? Eigentlich nicht. Kiesler hat ja diese Bewegung in den 20 Jahren schon wieder was anderes gemacht. Also, aber das ist tatsächlich eine, der Kern ist eigentlich der, dass man eine expressionistische Begeisterung eigentlich verbindet mit einer Ästhetik der Kälte, die eigentlich gegen den Expressionismus ist. Ja, das ist das Merkwürdige bei der gläsernen Kette. Was dabei rauskommt, ist sozusagen eine ekstatische Begeisterung für eine Landschaft, die zwischen organischen, also nicht Grünzeug, ja, Salat, Vegetation, ja, und anorganischen, also Steine, Kristalle, ja, steht. Ja, die dazwischen ist, und zwischen organischen und anorganischen ist. Ja. Hermann Finsterlin zum Beispiel, ja, auch so ein Architekturvisionär der Zeit. Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Begeisterung für diese Kälte, für das Kristalline. Ja, also das ist so, um das jetzt vielleicht damit abzuschließen, mit diesem Exkurs, das ist sehr tief in die Moderne, ja, eingestiegen. Ja. Diese Vorstellung von Kälte, von Kristall und von Eis. Ja. Und jetzt zum Beispiel wird ja am Wochenende, ich kann es leider nicht sehen, weil ich selber nach Wien muss zur Ausstellung, aber da wird ja eröffnet in MMK Frankfurt Thomas Scheibitz. Ja? Maler, den ich sehr gut kenne aus meinen Ministerjahren. Thomas Scheibitz ist jemand, der, ich weiß nicht, in dieser Schau, ich habe den noch nie gesehen, und der zum Beispiel ganz häufig eben auch mit so dieser Kristallbegeisterung, auch mit Kältemomenten gearbeitet hat. Ja? Also, das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Die Frage ist natürlich jetzt für mich dann, was ist sozusagen für Matthias Kessler?
Kälte oder Kristallrunde des Abends. Was fasziniert dich denn? Ist das jetzt nur eine Jugendreminiszenz? Also du bekommst gerne deine Biografie? Oder was ist das für dich dann? Ich glaube, also, ich habe schon vor allem den tropischen Prozess angesprochen, eben aus Messen, der darüber geschrieben hat, wie Skulpturen nun die Leute von Wien, also der hat diesen berühmten Aufsatz über Schatten, wie uns im Messen geschrieben, Skulpturen, die eigentlich nur Objekte sind, die auch leer sind, in ihrer Meinung. Und auch dieser Herstellungsprozess von Robotern, von einem 3D-Programm, also diese also Spiel mit dieser Art von minimalistischen Skulpturen, die nur einen Platz einnehmen, die nicht der Künstler selber mal macht, sondern der Roboter mal, wo er dann tatsächlich ein 3D-Programm geschaffen hat, wo ich dann als Unternehmer praktisch dieses Material fabrizieren lasse. Also das ist einmal dieses Spiel mit dieser Idee der Skulptur, wie wir Skulptur erarbeiten heutzutage, in welchem Prozess das ist. Und zum Kristallinen, zur Architektur, da geht es um die Architektur der Landschaft, die Architektur, wie wir Landschaft produzieren, Greenhouses, künstliche Produktion von Tomaten Gewächshaus, aber es gibt natürlich ganz in einer kristallinen Basis, wo Tomaten gezüchtet werden. Ja, so Kulturen. Diese Kulturen, die eigentlich Hydrokulturen, richtig, Hydrokulturen, also auch diese fast kristalline Essensproduktion, die auch diese Essensproduktion dann in dieser Kühlkette hierher gelangt. Mir geht es auch um diese Architektur und dann auch am Ende zum Tag die Architektur des Sharing, also wie man Essen teilt, wie man Essen hier jetzt anbietet und auch eine soziale Struktur wird, weil man dann ein Bier hat, wenn man sich dann hinsetzt und am Schluss ein Gespräch hat über die Landschaft selber. Ist das so didaktisch gemeint? Also mir kommt das unglaublich didaktisch überbordet vor, also auch dann verschiedene Momente, die Ausstellungsreichtum insgesamt mal befragen. Zu verschiedenen Perspektiven, die in den unterschiedlichen Bildern sind. Ich habe das Gefühl, es ist so erklärend, es ist gemeint, wie du jetzt gerade mit dieser Arbeit gesprochen hast. Für mich ist das irgendwie auf der einen Seite irgendwie was Analytisches, teilweise das Erklären des Bewusstes, da tatsächlich auch noch irgendwie wieder so eine Reromantisierung des Eisbildes und auch wieder darüber gesprochen haben, irgendwie dieses Prozesshafte, den anschauen. Ja. Ist das so gemeint, so erklärend? Also ich meine, ich habe mir jetzt auch schon gesehen, was wesentlich konsequenter ein Format, das man merkt von diesen Bildern, diese großformatigen, wo es halt ein bisschen Miniatur oder Großaufnahmen gehen. Das sehen wir einfach, weil jetzt verschiedene Einblicke da quasi passieren. Das ist eine sehr komplexe Narration, die auf diesen, die hier passiert, also eine komplexe Geschichte und Erzählung. Und ich glaube, jeder kann sich seine eigenen Eindrücke daraus holen, visuell und so weiter. Die Didaktik ist vorhanden, ja. Also das ist eine sehr genaue Abfolge, die sehr genau choreografiert ist bei mir. Das ist fast auch von der Architektur von allem her. Ja. Dieser Block hier, dieses hier Abfalte, dieser Kühlschrank, all diese Funktionen sind sehr genau geplant, haben eine genaue Funktion in der Ausstellung. Also ich habe es vorher nämlich gar nicht so erfasst, sondern es irgendwie. Aber ich habe jetzt irgendwie so, ich habe nur interessiert, ob es tatsächlich deine Intention. Ja. Gewesen ist. Ich habe auch darüber geschrieben. Weil das ist missverständlich, ja. Ich habe das nicht so verstanden, als ob du. Also, Didaktik kann ja auch etwas sehr Altenglisches sein. Und weiß ich, ja. Du verstehst es ja genau, dass es da der Öffnung ist. Genau dieses Gegenüberstellen sind ja auch verschiedene Seiten. Es gibt einmal die Form von Wildness, die noch dem Ideal nahe kommt. Es ist diese ganz andere Form. Also diese Kultur ist ja jetzt wieder eine neue Form, die Zivilisation stehen gegenüber, die sind im Diskurs oder das wird ja wieder letztlich für die Frage gestellt, überhaupt das Konzept von Wildnis oder von erhabener Natur, was bedeutet das eigentlich für uns, wird ja auf verschiedene Weise in Frage gestellt. Und es geht halt auch so weit in den Lebensraum auf diese sozialen Elemente. Wer jetzt was immer das ausgreift, wie man das jetzt zusammensetzt, diese Puzzleteilchen, dann wieder zusammen das Feld auf einzelne Art. Also ich hatte das, du hast auch überhaupt noch gar nicht so linear verstanden. Nein, es ist ein Gesamtkunstwerk, das sind einzelne Elemente,
die für sich selber auch funktioniert.